Der Silberpreis erreicht im Jahr 2023 die 30 US-Dollar-Marke. Das ist meine These, die ich hier aufstelle. Silber hat sich in den letzten Monaten sehr stark gezeigt. Wir sahen im September 2022 ein Tief bei 17,56 Dollar. Von da ab startete Silber eine 40%ige Rallye. Seit dem Dezember verschnauft der Silberpreis ein wenig und läuft mehr oder weniger seitwärts. In diesem Video zeige ich euch zwei Gründe, wieso ich fest davon ausgehe, dass wir in 2023 noch mit einem Angriff auf die 30 US-Dollar rechnen müssen. Wenn man als erstes an die große Aufwärtsbewegung, die nach dem Corona-Crash stattfand, ein Fibonacci-Retracement anlegt, dann sehen wir, dass Silber in etwa bei dem 61,8% Retracement nach oben gedreht hat. Das 61,8% Retracement ist ein sehr markantes Level. Sehr häufig kann man beobachten, dass gerade an diesem Level der Markt seine Korrektur beendet und die zuvor gestartete Impulsbewegung wieder aufnimmt. Wenn man nun ein weiteres Fibonacci Retracement in den Chart legt und den Startpunkt des letzten Tiefs als Referenzpunkt zum Hoch nimmt, dann fällt eine Marke besonders ins Auge. Und zwar handelt es sich um das 50% Retracement Level. Bei beiden Bewegungen liegt das Level bei knapp 21 US-Dollar. Sollte Silber nochmal zurücksetzen, dann stellt dieses Level ein markantes Unterstützungsniveau dar. Wie im Chart ersichtlich, hat Silber an diesem Level in der Vergangenheit sehr oft starke Reaktionen gezeigt. Man muss beim Silber immer von Bereichen sprechen und nicht von festen Marken. Das erkennt man auch ganz gut bei den markierten Punkten. Silber neigt dazu, über solche Level drüber zu laufen oder auch darunter zu laufen, bevor ein Trendwechsel erfolgt. Das liegt an der starken Volatilität des Silbers. Die meisten Anleger haben sich von Silber bereits 2022 mehr erwartet. Mit einer Performance von knapp 2,5% zum Dollar gerechnet, fiel die Rendite sehr übersichtlich aus. Wenn man bedenkt, dass die Inflation in Deutschland teilweise über 10% lag. Dennoch hat es Silber mit der Jahresendrallye immerhin noch ins Plus geschafft. Wenn man aber Silber im Euro anschaut, dann schaut das schon ganz anders aus. Zum Euro gerechnet hat der Silberpreis eine Performance von knapp 9,23% hingelegt. Somit hat Silber die hohe Inflation in Deutschland sehr gut aufgefangen und sich als Inflationsschutz bewährt. Wieso der Silberpreis nicht noch besser performt hat, liegt an folgenden Gründen. Oft las man in den Medien, dass die Anleger das Vertrauen in die Krisenwährungen wie Gold und Silber verloren hätten. Das war aber nicht der Grund für fallende Notierungen. Vielmehr sind die Gründe bei großen Shortsellern zu suchen. Vor allem große amerikanische Banken, angeführt von Morgan Stanley, sorgten mit ihren großen Short-Positionen dafür, dass der Silberpreis sich nicht besser entwickeln konnte. Zuletzt konnte man aber wieder beobachten, dass diese Banken ihre Short-Positionen wieder begonnen haben aufzulösen. Dieses Vorgehen war der Auslöser für die Jahresendrallye bei Silber. Ich rechne aber fest damit, dass wir die 30 US-Dollar Marke im 2023 sehen werden. Der Auslöser könnte folgendes Szenario werden. Wir sahen im Jahr 2022 bereits 7 Zinserhöhungen in den USA. Aktuell steht der Zinssatz bei 4,5%. Die amerikanische Notenbank hat bereits weitere Zinsschritte in 2023 angekündigt. Es wurde aber auch schon über die Verlangsamung des Zinserhöhungszyklus gesprochen. Das alleine hat den Edelmetallen wie auch dem Silberpreis schon geholfen, um anzusteigen. Sollten sich demnächst die Unternehmensergebnisse verschlechtern, könnte das Ende des Zinsanhebungszyklus bedeuten. Wenn die Zinsen stagnieren, aber spätestens wenn sie anfangen wieder zu sinken, dann sollte Silber stark davon profitieren. Das wäre das perfekte Szenario für steigende Silberpreise. Denn dann verlieren Anlageformen, die Zinsen abwerfen, an Attraktivität. Und durch sinkende Zinsen wird die Wirtschaft wieder angekurbelt. Und da Silber ein Industriemetall ist, welches sehr stark industriell nachgefragt wird, würde die Nachfrage in diesem Szenario nach Silber ansteigen. Das hätte zur Folge, dass der Silberpreis mindestens die 30 US-Dollar Marke erreichen wird. Ich rechne fest damit, dass wir die 30 US-Dollar Marke im Jahr 2023 noch sehen werden. Der nächste Grund, warum Silber demnächst steigen sollte, ist das Angebotsdefizit. Silber wird in sehr vielen Produkten verarbeitet. Die Nachfrage nach Silber steigt in den letzten Jahren immer mehr an. Wir sahen bereits in den letzten 2 Jahren ein Angebotsdefizit. Es entsteht ein klares Ungleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nachfrage. In fast allen Sektoren, bis auf die Ausnahme aus dem Fotoindustriesektor, ist die Nachfrage angestiegen. Vor allem der Ausbau der Elektromobilität, der 5G-Technologie sowie die erneuerbaren Energien treiben die Nachfrage nach Silber in Rekordhöhen. Irgendwann werden die Silbervorräte auf der Erde erschöpft sein. Sollte die Industrie weiterhin so viel Silber benötigen, und davon ist auszugehen, weil es zu Silber in vielen Industrien keine Alternativen gibt, dann wird das in Zukunft den Silberpreis in die Höhe schießen lassen. Als Anleger muss man einen langen Anlagehorizont mitbringen. Dann sollten aber Silberanleger für ihre Geduld belohnt werden.
Spätestens dann, wenn die Industrie das gesamte Silber auf der Erde verbraucht hat, und das sollte Berechnungen zufolge in den nächsten 10 bis 15 Jahren der Fall sein, spätestens dann sollte Silber stark an Preis gewinnen. Silber befindet sich jetzt schon in einem Defizit und dieses könnte in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen. Im Jahr 2022 ist viel Geld aus den Aktienmärkten und den Anleihen abgeflossen. Viele Anleger sitzen gerade auf hohen Barbeständen, um diese wieder zu investieren. Gut möglich, dass Silber demnächst in den Fokus vieler Anleger geraten könnte. In naher Zukunft spielt aber auch die Entwicklung des Goldpreises eine wichtige Rolle für das Silber, denn beide Edelmetalle korrelieren sehr stark miteinander. Sollte sich der Goldpreis gut entwickeln, dann wird auch Silber davon profitieren. Rückenwind gibt dem Silber aktuell auch die saisonale stärkste Phase des Jahres, in der wir uns jetzt aktuell befinden. Wie im Seasonal Chart ersichtlich, sollte man bis Ende Februar von stärkeren Notierungen im Silber ausgehen. Sollte 2023 das Jahr von Silber werden, dann wird dieser Anstieg noch bis in den April hineindauern. Danach kann es zur Jahresmitte zu einer Erholung kommen, bevor es in der zweiten Jahreshälfte wieder zu steigenden Notierungen kommt. Teilt ihr meine Meinung, dass Silber dieses Jahr noch die 30 US-Dollar Marke knacken wird? Oder glaubt ihr, dass es vielleicht noch viel höher gehen wird? Oder seid ihr der Meinung, dass Silber wieder fällt? Schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Eine Glaskugel haben wir alle nicht. Wichtig ist es weiterhin, Augen und Ohren am Markt offen zu halten. Gute Trading- und Investmentmöglichkeiten gibt es immer wieder. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.